wurde nur ein besonders großes Ereignis des Jahres auf dem Turnier ist natürlich das Ankommen von Amélie Mauresmo, wo wir sie getroffen haben. Ich sie erst am Flughafen gewählt. Das ist das Thema von diesen Abend in der Kamera de Marc Jonas, Tonaufnahme von Thierry Bellio und von Henri Weiken. Wir sind am Stand am 10. Mai. Am Steierort Alain, einer von den 230 Freiwilligen vom Strasbourger Tennisturnier. Ist es wie wenn man dort eine andere Spielerin abholt oder ist es doch ein bisschen anders? Nein, für mich ist es dasselbe. Alle Spieler sind dasselbe. Hat der Amélie Mauresmo schon einmal gekriegt oder ist es das Premier? Nein, das erste Mal. Und was geht dann mit ihr reden oder wie wird sich der Kontakt machen? Das kommt darauf an, jetzt, wie es kommt. Wenn sie reden will oder nicht, oder wenn sie mit dem Trainer will reden. Es kommt alles darauf an, wie sie gerade aufgelegt ist. When I saw the breaking day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in. C'est une décision un peu de dernière minute, j'ai envie de essayer de jouer d'autres matchs parce que ça n'a pas été satisfaisant à Berlin et à Rome. Donc mais voilà, j'en profite aussi pour retrouver ce tournoi que j'ai pas joué, il me semble, depuis une dizaine d'années. Tout à fait, c'est ça. Et alors justement, quel souvenir on en garde de Strasbourg? C'est assez lointain, j'étais vraiment très jeune, c'était au tout début de ma carrière. Et je crois que j'avais pas fait un si mauvais tournoi à l'époque pour le niveau que j'avais. Mais bon, j'arrive dans d'autres dispositions, dans d'autres conditions cette fois-ci. Nicht in Zug und in Form ist das Turnier von der ersten fünf Weltspielerinnen mit der wieder verdrehen, in sich zu gewinnen und sich vor Roland Garros auf Fuhr zu bereiten. Einmal ankommen Richtung Hotel, die Chauffeure helfen noch das ganze Gepäck abzuladen, für uns den Moment Alain ein bisschen auszufreuen. Also Alain, wie ist es gewesen? Sehr gut, es ist sehr freundlich. Wir haben gut gelacht im Wagen. Von was haben wir geredet, ohne alles zu sagen? Nein, von allem. Wie von Rom, wie sie es gesehen und was es ist in Strasbourg, wie sie auch noch kennt, hier oben. Das fahren wir heim, ne? Ja, es ist Zeit. Nimmst du Michel mit? Ja, okay. Ich bin. Michel, kommst du? Ab. Merci. Dann und Lieg, erste Autografe und erste Arrejunge. Und also, Pierre, was macht das jetzt, die Amélie dort zu sehen? Das hat mich schon gehört. Wir sind ganz, ganz verglücklich und. Oui. Glücklich am Morgen. Ich bin nicht glücklich. Vous avez intérêt sur le cours 4, dans le Das Planning von den Plätzen mit dem Empfang noch gelöst. Bälle abgeholt, kann es dann losgehen vor einer Stunde Training. Das ist für uns wie ein Traum, dass er kommt. Und alle sind aufgeregt und alle rennen nur mit einem Foto und wollen alles besser machen und gut machen für sie. Und, aber sie ist sehr, sehr sympathisch, ganz, ganz einfach und macht kein Kines, Star, Caprice und so. Ganz normal, sie redet wie alle anderen auch. Nein, Gott, das, was wir gesagt haben. Es ist nicht so breit wie ich. Ja, ich habe gemeint, es ist fein, affiné. C'est vrai que sur les photos, on a l'impression de que le déménageur ist so. Oui. Bon. Und es ist auf diesen Bildern, wo rundum sich von dem 21. internationalen Tennisturnier wieder verabschiedet. Ein Tennisturnier, wo morgen noch das Finale signieren wird. Zumachen, darüber kommen aber die Nachrichten sicher noch zurück. Ein großer Merci an die alle, die uns hier empfangen haben. Und ich alle ein schönes Wochenende. Merci fürs Zuhören und bis bald wieder. Nein, das Finale spielt sich morgen. Amélie Mauresmo hat einen Mittag in drei Sätzen gewonnen.